Recht herzlich willkommen zur 125. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wo ist denn unser Raumschiff? Da ist unser Raumschiff. So, wir gucken mal gerade rein. Wir haben ja das letzte Mal noch gesagt, wir müssen mal so ein paar Tests machen. Und ja, schauen wir mal, wie das geht. Erstmal da rein und diese Dingens können wir jetzt resetten. Den Unset machen, genau, damit das alles weg ist. Das passt schon mal. Und das ist dann unsere Kapsel. Wir können dann gucken. Sieht man natürlich jetzt groß nichts. Ah, da kommt die Sonne jetzt wohl. Lass uns mal erstmal Thermometer gucken. Log Temperature. 0, 0. Da brauchen wir nichts machen. Pressure. 0, 0. Brauchen wir auch nichts machen. Dann hatten wir doch hier noch ein Go dran, oder? Da. Ne, da ist er. Geht da was? 0,1. Okay, das Keep Experiment. So, das haben wir. Dann haben wir den hier noch. Open die Doors. Und dann machen wir das auch. Da gibt es auch Punkte. 5,5. Keep. So, dann schicken wir ihn raus. Okay, da können wir schon Collect machen, da er draußen ist. Wo ist denn der da? Da, okay. Dann nehmen wir die Daten auf. Dann können wir das auch wieder benutzen. Machen wir die Tür zu, machen wir Restore. Der Go war da, den können wir dann auch resetten. Erstmal Collect. Ja. Und Restore. Haben wir. Hatte ich jetzt ihn schon in Eva machen lassen? Gibt's hier nicht. Gut, dann haben wir das schon machen lassen. So, dann steige ich mal wieder ein. Und dann gucken wir mal. Wir haben Treibstoff ohne Ende. Wir sind near Kerbin. Das heißt, wir sollten mal zusehen, dass wir nicht mehr near Kerbin sind, sondern dass wir wegkommen. Das heißt, wir warpen bis hier hinten hin. Und dahin. Und dann machen wir den mal größer. Dass wir nicht mehr near Kerbin sind, weil wir haben ja genug Treibstoff noch gerade. Und da können wir schon mal so ausrichten. Das macht er auch. Und dann müssen wir Schub geben. Und dann müssen wir irgendwie... War das jetzt richtig? Naja, ist jetzt auch egal. Ich weiß gar nicht, wie weit das weg war. Das ist irgendwie 250.000 oder sowas, meine ich, ne? Das ist dann High Kerbin oder sowas. So, das passt. Und dann warpen wir hier hin. Und dann müssten wir da nochmal Daten aufnehmen können, ne? Dann müsste das alles nochmal klappen. Der sitzt jetzt nicht draußen, der wird doch aufgenommen, ne, oder? Ja, dachte schon. Okay, ja. So, der Gu. Observe. Da gibt es ein paar Punkte. Keep Experiment. Hier. Open Doors. Observe. Da gibt es auch nochmal Punkte. 8,2. Keepen wir. Dann... Da ist das Barometer. Log Temperature. Da gibt es ordentlich. Keep. Und dann müssen wir noch ein Thermometer haben. Da. Auch. Das haben wir hier wohl schon mal gemacht. Gut. Das bedeutet, jetzt machen wir ihn hier wieder raus. Einmal rum bitte. Weil da war der Gu. Collect Data. Und Restore. Und dann haben wir den. Auch noch Collect Data. Und Restore. Und dann haben wir hier noch. Wo ist das Fieberthermometer? Das blinkte doch da gerade. Das ist auf jeden Fall das Barometer. Cancel. Erst Take Data. Dann Log Pressure. Da, super.
Nehmen wir mit. Mach ich jetzt das richtig? Weiß ich auch nicht. Und der ist war. Und vielleicht mache ich es auch nicht richtig. Jetzt sind sie auf jeden Fall alle zurückgesetzt, oder? Ja. Genau. Take Data. So, er noch ein Eva, wenn es geht. Haben wir schon. Gut. Dann wieder bitte einsteigen. Also alles kann er wohl nicht mitnehmen, da haben wir irgendwas doppelt. Ist aber nicht schlimm. So, das bedeutet, das haben wir erledigt. dann müssten wir das jetzt kleiner brennen, damit wir landen können, oder? Beziehungsweise erstmal hier auf diese 68.000er irgendwo kommen. Gut. So, 67 passt. Würde ich sagen, fliegen wir mal bis dahin. Warp hier, genau. So. Welche Höhe haben wir jetzt hier? 70.000. Musik ist weg. Dann lass uns da mal reingehen und gerade hier nochmal die ganzen Tests machen. Allerdings würde ich erstmal gucken, dass wir ihn hier einmal rausschicken, weil der kann das bestimmt auch noch da machen. Ein Eva. Guck mal, 100%. Keep Experiment. Und dann da. Türen macht automatisch auf. Können wir auch nochmal nehmen. Da. Super Punkte gibt das. Lock Temperature. Keep. Den Go noch machen. Da gibt es nicht ganz so viel, aber nehmen wir auch mit. So, und er ist draußen, das heißt, wir können alles collecten. Und den können wir wieder zurücksetzen. Dann können wir den unten nochmal machen. Take Pressure. Take das. Collect Data. Und Restore. So, dann haben wir alle Daten eingesammelt. Das haben wir. Und die beiden Sachen haben wir. Dann können wir wieder einsteigen. Und dann kommen wir runter. Jetzt müssten wir aber auch hier noch was sehen. So, das ist Minmus. Das auch. From Space around Kerbin. Oh, wir sind nicht mehr im Space. Oh, da haben wir wieder geschlafen. Aber wir müssten gleich wieder zum Space kommen, ne? Ja, genau. Da müssen wir gleich noch Daten einmal schicken. Hier, das ist... Oh, warte mal, wenn das ist, dann kann man noch Run-Test machen oder sowas, ne? Da müssen wir einmal hier nochmal rein. Irgendwo ist doch hier dieser... Da ist er doch. Run-Test. Fertig, den haben wir schon. So, gut. Das heißt, wir müssen einmal nochmal abwarten, dass wir wieder in Space kommen. Das sieht ja auch gut aus. Mal so ausrichten, ne? Dann müssten wir das gleich nochmal kleiner brennen können, wenn wir wieder im Space sind. Lass mal schneller fliegen. Wenn die Musik kommt, dann ist sie wieder im Space. Da ist er. So, jetzt nochmal. Achso, was sollten wir machen? Daten schicken. Irgend so ein Thermometer hier. Lock Temperature und senden. Irgendwo geht jetzt die Antenne auf, ich sehe die aber nicht. Und dann ist das auch erledigt. Fertig? Fertig. Wir brauchen nur noch zurück. Und dann läuft's. So, gut. Haben wir auch. Jetzt würde ich sagen, können wir nochmal brennen. Dass es ein kleiner wird, geht, ne? Ja. Werden wir langsamer. Sonst fliegen wir da tausendmal raus, ne? Das wird auch klein. Oh. Das ist schon bei 54, okay. Was machen wir mit der Endstufe, ne? Oder, ne? Keine Ahnung. Wir haben ja noch Sprit, ne? Wir könnten noch abbremsen beim Fliegen, sozusagen.
Das ist erledigt. Ja, wir brauchen nur noch landen jetzt. Raus da. Dann kommen wir da nochmal. Also da werden wir definitiv dann runterkommen, ne? Mach mal leer, oder? Ich will nicht nochmal so weit hochfliegen, dann können wir besser unten bleiben weiter. Gleich hier runter, ne? Oh, da sind wir schon so weit. So. Das Sprit ist noch drin. Wir sind noch so rum ausgerichtet, passt. Können wir nachher nochmal abbremsen mit, oder? Ich weiß nicht, wo wir runterkommen. Warp mal vor. Geht die Sonne wenigstens auf da? Nee, ich glaube nicht. Wir werden eine Nachtlandung wieder mal machen, ne? Ist da schon nix. Wo ist denn unsere Flugrichtung? Ist so rum eigentlich, oder? Denke ich mal. Absprengen oder nicht? Gute Frage, ne? Ich höre mal 60.000. Ich glaube, ich spreng das Ding ab. Das verglüht sowieso gleich und explodiert nachher noch und dann haben wir ein Problem, ne? Nochmal drehen. Ja, wir können sie auch so rum gerade drehen. Ach, er ist schon so weit, dass er, ne? So, der geht da irgendwo weg. Und das ist schon rot oder was? Leuchtet schon leicht? Ist schon Reibung da? Ja, sieht schon so ein bisschen aus, ne? Naja, wir haben auch ein bisschen Geschwindigkeit, ne? Gut, 50.000. Hier ist alles prima. Ja, da kommt tatsächlich schon die Reibung hoch. Gut, dann müssen wir jetzt die Höhe im Auge behalten. Kann man jetzt hier noch einen Test fliegen? Also nicht bei dem, aber beim Thermometer jetzt noch einen Test machen. Lock Temperature? Ja, kann man. Und der Pressure? Da. Geht auch. Cool. Okay. 39.000. Hier 38. Grassland sind wir momentan drüber. Wird ein harter Aufschlag, ne? Die drei sind noch glücklich und zufrieden, oder wie sehe ich das? Haben die, bis auf der Gibby, den wir gerade frisch geholt haben, alle schon Sternchen. Das sieht gut aus, ne? Sonst wäre hier irgendwie so ein Hitzebalken, also das Schild ist top. Jo. Aber auch langsamer, ja, ne? Läuft. Kann man sehen, wo man kommt? Nein, ne. Sonne geht auch noch nie auf. Ah, jetzt werden wir langsamer, ne? Luftwiderstand ist höher. Q-Hatch. Go. Ja, da können wir jetzt nichts machen. Aber wir haben noch mehrere Thermometer gehabt, ne? Da. Lock Pressure. Höhe 14.000, aber hier gibt es auch nichts zu messen. Okay. Thermometer. Geht da noch was? Oh ja, da geht was. Zack. 12.000 Meter. Unter uns ist Grasslands, okay.
9000 Meter. Oh, ist bergig hier. 11 und 7. Müssen wir dann gucken, dass wir hier so bei 2,5 aussteigen, ne? Also auch nicht aussteigen, sondern einen Schirm aufmachen. So, 3,3. 2,5, Schirm aus. Und schon bremsen wir ab. Jetzt sieht man hier unten auch ein bisschen was. Die gehen schon auf. Okay, 500 Meter haben wir noch. Sieht ganz schick aus, ne? Können wir jetzt noch hier? Wir haben noch bestimmt noch ein Thermometer oder sowas, ne? Review Data. Review Data. Ah, das geht noch. Geht auch. Log Pressure Data. Da gibt's keine. Okay, dann nicht. Läuft. Ah, das. Oh doch, das geht ja auch noch. Okay, nehmen wir mit. Close Doors. Wenn wir gelandet sind, können wir gucken, ob wir da nicht noch was hinkriegen. Dann haben wir richtig Punkte gemacht, glaube ich. Was haben wir noch? 400 Meter. Die drei Schirme bremsen das Ding ganz gut, ne? Hier 5,6 Meter. Wow, dauert ja ewig, bis wir landen, ne? 120 Meter noch. Ja, lass mal so laufen. 250, 200. Meter haben wir jetzt und kommen wieder einfache Geschwindigkeit. Gut, dann landen wir hier auf einer Ebene. Keine Ahnung, wie hoch das hier ist. Da kommt der Boden. Gut, wunderbar geklappt. Dann steigt er mal aus. Climb out, ne, brauche ich nicht. Observe Mystery Goo. Collect Data war nicht möglich, also passt. Hier, Take Data, machen wir. Luftdruck hier messen, geht. Take Data, Log Temperature, geht. Und hier, Collect Data. Und Restore und Observe. Wunderbar. Ich glaube, dann haben wir alles gemacht, oder? Eva hier. Take the face. Oh, das geht ja auch noch. Cool, dann nehmen wir das auch noch mit. Review Sample. Eva Report geht hier auch noch. Gut, dann könnte er jetzt reingehen. Cannot store experiments, okay. Dann ist das halt Pech, aber er ist drin. Und Restore Vessel, haben wir es geschafft, oder? Gucken wir mal rein. Wie viele Punkte haben wir gekriegt? 111 dazu, krass. Super. Funds 3000 oder 3 Millionen, keine Ahnung was es war. Oh, guck mal, der hat jetzt dann auch ein Sternchen. Cool, Gibi hat es geschafft. Dann. Jo, sind wir gelandet. Können wir die nächste Mission starten, ne? Okay, dann gucken wir gerade noch hier rein. To the destination, wo sind wir in Space of Minmus? Okay. Das ist die Mundgeschichte. Wo sind wir denn in Polar Orbit? Okay, Position wir denn Duna, Mun. Minmus, Near, Contact, Temperature, das waren die fünf Geschichten, das hatten wir glaube ich schon, oder? Nee, haben wir noch nicht gehabt. Destination and Back, Tourists, nee, will ich nicht, Tourists ist doof. In auf Ike, nee, dann war's das hier, dann müssen wir nur gucken, ob wir das hier noch machen, ne? Den Satelliten haben wir da schon. Wären das zwei Satelliten dann, könnte sein, ne, das ist eine andere Firma.
zwei Satelliten mitnehmen, ne? Müsste man dann mal überlegen, ne? Bräuchte ich aber dann eine Bauanweisung von Dralo oder so, ne? Müssen wir mal dann gucken. Mordrak war der andere, ne? Gut, dann würde ich sagen, soll's für die Folge aber erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich für, oder stopp mal. Ich bedanke mich noch nicht ganz, weil den Baum wollte er bestimmt noch sehen. Was machen wir als nächstes dann noch hier? Propulensysteme. Wenn wir Satelliten bauen wollen, wäre dieser kleine Dingens richtig, richtig wichtig. Richtig, richtig, ne? Genau, super. Das wäre dann sinnig, denke ich. Gut. Wie viel sind das hier? 160 Punkte haben wir nicht. Also wir können sowieso nur das wahrscheinlich machen. Oder sparen. Müsste man dann schauen. Müssen wir überlegen, ob wir da 160 Punkte machen oder nicht. Aber da gibt mir bestimmt der Dralo einen Tipp, was wir da machen sollten. Aber ich glaube, der Dralo sagt dann auch das. Müssen wir dann mal gucken. Okay, dann würde ich erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.